kann es gar nicht lesen. Jimmys Geschichte ist eine theatralische und symbolische Darstellung von jemandem, der mit zwei gegensätzlichen moralischen Faden zum Kämpfen hat und soll keine wörtliche Darstellung der sehr realen psychischen Störung sein, die als DID gilt oder dissoziale Identitätsstörung bekannt ist. Real DID ist eine belastende und schwächende Krankheit, die oft aber nicht immer mit Kindesmissbrauch verbunden ist. DID korreliert in keiner Weise mit unmoralischen oder kriminellen Verhalten. DID-Betroffene brauchen Mitgefühl, erfahren jedoch häufig Verurteilung oder Misstrauen. Normalerweise aufgrund von Missverständnissen in der Öffentlichkeit. Es war nicht unsere Absicht zu implementieren, dass Jimmy diese Störung hat. Wir akzeptieren voll und ganz, dass das Fortbestehen der Stereotypen betroffen Schaden fortschrittsbeständig. Wir entscheiden uns auch richtig für alle verurteilten Leiden und Schmerzen DID vor. Ich hatte das DID schon ein bisschen, aber ich hatte wirklich mehr, dass der halt wirklich mehr in die Schiene, natürlich Psychopath, das war ja klassisches Nähkästchen mit Pyromane, kleine Tiere gequält, aber auch mehr so in eine Schizophrenie. Da hatte man das ja auch, dass man so krasse Gegensätze hat. Halt, jetzt, das ist jetzt halt komplett übertrieben gewesen. Ja, das ist halt auch ein Spiel, da kann man übertreiben. Aber schön, dass sie das dabei schreiben. Sie sind besser wie TikTok, wo die dann so tun, ja, wenn du das und das Syndrom hast, dann hast du das und das Krankheitsbild oder die und die Krankheit, was halt komplett der Schwachsinn ist. Ja. Das heißt, das ist halt alles viel zu tief, dass halt kein Laie gerade auf TikTok, wo so Minutenvideos hast, da irgendwas großartig reißen kann. Dass so viele Symptome von so vielen Krankheiten überlappen sich halt auch. Ja. Da muss halt echt einer, der sich damit auskennt und der auch wirklich für den Bereich zuständig ist. Man hat es ja auch hier so ansatzweise gesehen bei dem Psychologen oder Psychiater, der da war. Der war halt für das Krankheitsbild, was Jimmy hat, nicht gedacht. Der kann vielleicht für ein ganz anderes Krankheitsbild. Vielleicht ist der super, wenn Leute Depressionen haben. Das ist ein ganz anderes Krankheitsbild. Da kann man ganz anders behandeln. Da kann man ganz anders angehen. Und dann, wenn du halt einen hast, der da in diese Schiene, ich gehe jetzt halt, Psychopath ist halt das, was rauskristallisiert wird, weil das waren halt so die Classics. Dann brauchst du halt auch ganz anderes Wissen, ganz anderes Bild und einfach einen ganz anderen Umgang, was halt nicht jeder leisten kann, der sich damit halt nicht beschäftigt, weil selbst die Psychologen kennen sich damit selbst heutzutage nicht so 100% aus und streiten sich immer noch über Eingliederungen und Symptombilder und sonstiges Geschichten. Selbst wenn die sich streiten, die das jahrelang studieren, dann kann das kein Otto-Normal-Mensch auf TikTok oder YouTube oder sonst was darstellen. Es gibt auch Psychologen, die kennen sich auch kein bisschen mit Autismus aus. Ja, eben. Kein bisschen. Wenn du da quasi hingehst und sagst, das mit dem Autismus, dann kann es sein, dass die dich gar nicht nehmen. Ja, eben. Das macht schon Sinn. Das ist so, ja. Weil diese Psychologie ist halt so weit gefächert, dass du halt so klar, die meisten können so die Basics abfächern, wie man es auch beim Hausarzt. Du gehst zum Hausarzt, wenn du so die Basics kaputt hast. Wenn was Tiefgreifenderes ist, gehst du zum Facharzt. Das ist ja bei Psychologen nicht anders. So die Basics, so das flache Gewässer können die meisten Psychologen abdecken. Wenn jetzt halt was tiefwirkender ist, musst du uns zu einem Facharzt gehen oder zu einem jemanden, der halt vom Fach ist, der sich für dieses spezielle Gebiet auskennt, weil das halt so krass kompliziert ist, dass das gar nicht geht, dass einer alles abdecken kann. Dann hat einer, der kennt sich mehr aus mit Depression, der nächste kennt sich halt mehr aus mit Autismus, der nächste kennt sich halt mehr aus mit DID oder was weiß ich. Du kannst das halt alles nicht unter einen Hut packen. Du musst den passenden bei Autismus finden. Ist ja auch, dass es da zig verschiedene Spektren gibt. Ja, das ist ja auch nochmal. Das hat man auch bei vielen. Das ist ja nicht alles. Das gibt es so viele. Ja, das hat man bei vielen. Es ist halt kein Cookie-Cutter. Und das Gemeine ist, viele Sachen, gerade wenn sie längere Zeit nicht behandelt sind, bauen aufeinander auf. Dann hast du dann halt nicht nur ein Problem, sondern 10. Und das soll meine aufdröseln. Das ist halt alles nicht so einfach. Das finde ich so furchtbar momentan in der heutigen Zeit. Gerade TikTok ist so ein Seuchenpfuhl. Wo dann steht, ja, wenn du das und das, wenn du dich damit identifizierst, dann hast du ADHS, dann hast du DID, dann hast du jenes. Sag, Digga, nur weil du dich nicht konzentrieren kannst in der Schule für 5 Minuten, hast du kein ADHS, dann kannst du dich halt einfach nicht konzentrieren, weil Schule scheiße ist. Oder wenn du unordentlich bist. Selbsternannte Ärzte, selbsternannte Psychologen auf TikTok, ich kann sowas überhaupt nicht ausstellen. Wenn du gerne aufräumst, dann hast du kein OCD. Dann räumst du halt einfach gerne auf. OCD ist halt das zwanghafte Verhalten. Und ich kenne Leute, die haben OCD von so ein bisschen bis halt, Digga, wie schaffst du überhaupt aus deinem Haus raus? Das ist halt echt, das ist so furchtbar.
dann auch so viele mitreiten. Gerade Jugendliche wissen es halt einfach nicht besser. Die sehen das auf TikTok und denken, lol, der kennt sich aus, weil der redet darüber, weil der hat viel dazu gemacht. Und es ist halt auch so vieles noch nicht wie gesagt, selbst Psychologen streiten sie über kleine Einteilungen und Aufteilungen und unter welches Spektrum jetzt was wie dazugehört und was sind Symptome jetzt davon und was gehört zu was anderem, weil sich halt wirklich aufeinander Sachen aufbauen. Wie gesagt, wir haben ja vorhin gesagt, wenn du eine Sache hast, die nicht länger behandelt wird, hast du dann schnell mal 10. Und da soll einer durchblicken. Ich habe ADS, aber meine kennt sich aus. Ja, wenn du einen hast, der sich auskennt, ist doch fein. Eben Ich nicht habe auch aus, ADS, davon ich sieht habe eben auch, nicht aus. ja. Seiner kennt sich eben nicht aus. Meiner kennt sich. Oh, kennt sich nicht aus. Sorry, ich hab's nicht richtig gelesen, das ist Kacke. Ja, ich habe auch halt Fälle in Bekanntenkreisen und so weiter. Sind halt Kinder drunter, die fallen unter das ADHS, wo sagst, lol, guck einfach nach deinem Kind, dem ist langweilig. Das ist halt einfach ein Kind. Das hat kein ADS, das ist halt einfach nur ein Kind. Und dann habe ich halt Fälle, wo halt ADS diagnostiziert ist, wo ich sage, ja, das macht Sinn. Das könnte ADS sein. Ich bin halt auch kein Meister vom Fach. Ich habe sehr viel, sehr Halbwissen. Aber oft ist es halt Ja. so, was ich jetzt kenne, dass auch einfach teilweise gerade bei jungen Kindern, die sich nicht benehmen können, weil sie nicht erzogen sind, einfach ADS Ja, und diagnostiziert dann wird, wird. weil die Eltern einfach keinen Bock haben, die Ärzte auch überfordert sind mit allem, weil die haben ja Ja, auch und dann wird viel zu schnell Lagen. Ritalin Ja, verschrieben. Viel ja. zu schnell. Eben Hauptsache das Kind hält die Fresse. Ja. Es ist so schade, das sind so wichtige Sachen. Es ist halt aber auch ein Fehler von unserem Gesundheitssystem, weil wir suchen allein schon mal einen Psychologen zu finden. Wir haben allein in unserer Kleinstadt 6 Psychologen sitzen. Psychotherapeuten, ich weiß es gar nicht, eins von beiden. Und dann kriegst Aber du wahrscheinlich eher keinen schlechtes Jahr einen Termin. einzigen kriegst du über die Krankenkasse. Du musst das alles privat bezahlen. Und welcher normal arbeitende Mensch kann sich das leisten? Ich kann Niemand es mir nicht eigentlich. leisten. Momentan ist ja alles extrem Ja. teuer geworden und Ja, eben. dann noch dann so eine Arztrechnung. Also ich weiß ja nicht, was so ein Psychologe dann kosten wird, aber so eine Therapie. Minimum für die Stunde, Einiges. wenn nicht noch mehr. Ja. Kommt halt auch wieder auf, was für einen Arzt du hast und wegen was du da bist und wie die Dauer ist und so weiter. Ich sage, ich habe das gleiche Problem. Ich habe jetzt auch, war auch, ich zeige ich immer in der Therapie wegen verschiedenen Sachen. Ich bin jetzt auch seit so ungefähr Corona nicht mehr in Therapie, weil einfach keine Plätze da sind. Ja, Muss ist alles gucken, wie ich mich überlastet. da irgendwie Überall durchkämpfe. überlastet. Ja, eben. Das ist Wahnsinn. Sag, ich Ist bin momentan jetzt, echt ja. schwierig. Sag, ich habe jetzt halt viel, was mir halt hilft, meine Gedanken ein bisschen zu sortieren. Es sind halt so Geschichten wie das Nottelefon, diese Seelsorghilfe. Aber ich habe halt, da ich halt einfach schon jahrelang in Therapie bin, einfach auch schon Sachen gelernt, wie ich mich halt selbst aus meinen Phasen rauskriege. Ich brauche dann immer nur so einen kleinen Schubs, deswegen helfen mir diese Telefone auch. Die sind auch für den Anfang, wenn du nicht weißt, wohin mit dir, echt eine gute Hilfe. Aber die sind halt nichts auf Dauer. Die sind halt dann gut, wenn du halt deinen eigenen, wenn du einen Start brauchst, sind die gut. Wenn du irgendwie einen Anfang brauchst, die können dir auch helfen, von wegen, wo kann ich mich überhaupt melden? Weil viele wissen ja nicht mehr, Digga, mir geht's scheiße in meinem Kopf. Mir geht's generell scheiße. Ich bin traurig, ich bin wütend, ich habe keine Ahnung, ich komme nicht mehr klar. Wo fange ich an? Wo suche ich eigentlich? Das wissen viele nicht. Und dann sind so diese Telefonhilfen halt auch hilfreich. Reich, weil die einen auch ein bisschen weiterhelfen können und versuchen, einen zu helfen. Ja, Es ist halt klar. alles ehrenamtliche Arbeit. Es ist klar, man kann es halt nicht ersetzen, also einen, der sich auskennt, kann man nicht ersetzen durch sowas, aber es ist ein Anfang und halt eine Notlösung für. Ich habe jetzt keinen Platz, aber ich brauche jemanden, dem ich halt da voll quatschen kann, der wenigstens so ein bisschen Ahnung hat. Es sind ja dann alles ehrenamtliche Leute, die das irgendwo kennen sind von Studenten, die das studieren, bis hin halt zu gelernten Psychologen, Psychiatern, die da mit sitzen und halt gucken, dass da irgendwie irgendein grüner Ast erreicht wird. Das ist gut, ich finde es wichtig, dass es solche Leute auch gibt. Ja. Das hat mich hatten auch jahrelang, da war ich halt viel in der Diakonie eine sitzen, die war auch Psychotherapeutin, glaube ich. Da war ich wegen Depression. Die hat das halt auch ehrenamtlich gemacht. Dann kannst du dich dann halt anmelden, hast dann da deine Therapiesitzung gemacht. Das ist halt über die Diakonie gelaufen, über die evangelische Kirche. Was halt echt super war. Ja. Du damals kommst wegen dem. Oje, oje. Oh, das ist so fies. Ja, Menschen können so Wegen schlimm sein, ganz Menschen. ehrlich. Ja, Menschen sind grausam. Ich war auch so ein jahrelanges. Ja, gut, deswegen war ich auch in Therapie. Ich kam halt auf Menschen nicht klar. Gehen Therapie und komme immer noch nicht auf Menschen klar und werde gemobbt ohne Ende. Weil ich gemobbt wurde, hat sich das alles so im Teufelskreis verschlimmert. Das war echt nicht feierbar in der Schule. Ist
Schule ist furchtbar, Kinder sind furchtbar, Menschen sind furchtbar. Ja, du sagst das. Oh, ist alles nicht so einfach. Und momentan habe ich eh das Gefühl, dass viele Menschen total am Rad drehen und meinen anderen Leuten das Leben schwerer zu machen, als momentan ist irgendwie ist irgendwas im Wasser, die Menschen drehen alle durch. Ja. Bei uns auch, jetzt gerade durch, das ist der Wahnsinn, jetzt gerade hier durch die Geschichte, die letzten 3 Jahre waren. Hey, was ich hier für Abgründe auftune, das ist ja nicht mehr feierbar, was hier alles an Leuten rumkreucht. Bei mir in dem Ort sind es halt sehr viele Nazis, die irgendwie aufgeplöppt sind. Und ein, zwei Orte weiter hast du die Reichsbürger sitzen. Also Gratulation, danke dafür. Können die nicht irgendwo anders da sein? Ich brauche die hier nicht. Ja. Ja. Ey, das Mobbing ist halt echt furchtbar. Das habe ich auch jahrelang durch in der Schule. Es hilft halt auch keiner. Wir hatten ja auch Vertrauenslehrer und generell Lehrer, aber denen ist das ja auch scheißegal. Die Lehrer haben teilweise mitgemacht. Du hast ja ein Kind, das ist gesichtsblind. Bei mir haben es die Lehrer noch viel, viel schlimmer gemacht. Ja, bei mir auch. Ich hatte auch so, ich bin gesichtsblind, sprich, ich kann einfach absolut nicht erkennen, wer ist. Clark Kent und Superman sind zwei verschiedene Personen für mich. Ich kann die nicht auseinanderhalten. Dann klärst du das mit deinem Lehrer ab und was macht der Lehrer? Ja, dann musst du einfach noch mehr Sachen verteilen, damit du auch die Namen und die Gesichter deiner Mitschüler lernst. Digga, ich habe dir die letzten 3 Jahre nicht gelernt, wer ist. Ich kenne 3 Leute aus meiner Klasse und das sind auch nur die Damen, die ein Kopftuch tragen. Die kann ich einfach farblich auseinanderhalten. Wehe dir, die tragen das gleichfarbige Kopftuch, da weiß ich auch nicht mehr, wer ist. Mhm. Ey. Oder, ja, musste ich dann mit deiner Klasse gut stellen und sonstige Geschichten haben alle, das ist furchtbar. Nee, muss man nicht, ganz ehrlich, muss man eben nicht. Man muss sich nicht gut stellen mit allen, also die anderen mobben dich anders. Ja. Die anderen mobben dich und schlagen dich und du musst da aber dann dafür sorgen, dass sie dann damit aufhören. Du bist dran schuld. Du musst das regeln. Das ist so eine dumme Aussage von dem Lehrer gewesen, ganz ehrlich. So eine dumme Aussage. Wenn der Lehrer halt einfach vergisst, was ein Pädagoge ist. Ja, das ist sein Pädagoge Job, vergessen. Dass er sich eigentlich drum kümmert, auf die richtige Art und Weise und nicht so. Ja, oder generell drum kümmert. Ja. Dass die Klasse sich halt wenigstens nicht gegenseitig umbringt. Ja. Na gut, die haben sich ja nur geschlagen, ist ja auch, ist halt so wild, ist ja okay. Messerstecherei auf dem Schulhof ist normal, das passiert schon mal. Wenn es einmal die Woche passiert, ist okay. Ich habe momentan das Gefühl, dass es extrem überhand nimmt momentan, dass man das war schon immer. Es war schon immer. Krass, wie gesagt, bei uns gab es halt Messerstechereien und es hat irgendwie keinen gejuckt. Es wurde auch irgendwie keiner suspendiert. Der Einzige, der suspendiert worden ist, ist irgend so ein Junge, der einen Lehrer geschlagen hat. Sonst wurde keiner suspendiert und der war dann halt auch nur eine Woche nicht da. Na toll. Schießereien gab es auch, aber das war dann meist nach der Schule. Man hat dann nur die Einschusslöcher gefunden. Die Scheibe eingeschossen. Und haben geguckt, ob die Scheibe kugelsicher war. Zum Glück war sie, es ist aber ein Loch in der Scheibe und gesplittert. Ey, ist nicht mehr normal. Es war aber noch nie normal. Es fällt jetzt halt mehr auf, weil man einfach mehr von der ganzen Welt mitkriegt. Wie ich in die Schule gegangen bin, hat das mit dem Internet halt tatsächlich erst angefangen. Ja, jetzt mit Internet, Social Media und allem drum und dran. Ja klar, da fällt sowas dann halt mehr ins Auge. Weil es halt... Man sieht einfach mehr von dem Wahnsinn, der hier so abgeht. Der sagt mir mehr Tabletten, was für mich mega doof. Der Lehrer hat immer mitgemacht, der sagt mir mehr Tabletten, was für mich mega doof. Ja, sowas hört man. Oder hast du die falschen Tabletten? Marvin, ganz ehrlich, dann hat dein Lehrer eindeutig seinen Beruf verfehlt. Der hätte dann lieber Metzger werden sollen. Wie sollte er ja Comedian werden? Der hat ja hier einen Kollegen mit Jimmy. Mit Hugo. Das ist ja, dass das Social Media macht es ja schlimmer. Ich hatte 2010 meinen Abschluss, dann hat das ja mit dem Internet für alle gerade so angefangen. Aber auf den ländlicheren Gebieten, weil ich wohne halt auf dem Land. Ich bin jetzt in der Kleinstadt, das sind maximal mehr, aber es ist halt, man kriegt halt viel mehr von dem Scheiß mit und es wird auch immer nur das Traurige und das Schlechte weitergeleitet. Alles, was so haha lustig oder schön ist, das bleibt irgendwie auf der Strecke, weil das gibt keine Schlagzeilen. Ja. Nur, ich sag's ganz ehrlich, also momentan habe ich eigentlich von Social Media ziemlich die Nase voll. Also ich gucke momentan weder bei TikTok rein, weder bei anderen Sachen, weil es mich momentan einfach nur noch abnervt. Ich habe momentan echt einen geilen Twitter-Feed. Ich habe halt einfach nur noch Ponys und Anime auf meinem Feed drauf, das halt echt voll nice ist. Aber ich habe halt auch aktiv nur Anime, Ponys und sonst was gefolgt. Das ist echt entspannt. Künstler und Twitter sind meistens relativ entspannt. VTuber kannst du vergessen, die gehen sich irgendwie alle gegenseitig an die Google wegen, keine Ahnung. Ja, das stimmt, das ist das, was ich in meinem Feed drin habe. Sich VTuber, die sich gegenseitig fertig machen. Ja, VTuber sind ja irgendwie eine ganz andere Kategorie, obwohl ich ja selber einer bin, aber was die auf Twitter fabrizieren, ist ja nicht mehr normal. Ja.
Die gehen sich wegen jedem Scheiß an die Gurgel. Hey, das Geilste ist, die Toko ist ja eine gute Freundin von mir, die macht ja auch so viel Pony-Shit. Die hat einen wilden Kommentar gekriegt von zwei vermenschlichten Pferden, die sich küssen. Wie kann das denn so sein? Das wäre ja super furchtbar böse, weil das sind ja zwei Kinder. Ah, die Pferde sind halt legit einfach keine Kinder. Eins davon hat einen eigenen Shop, also wenn es jetzt nicht Kinderarbeit ist. Und B, hey, das ist schön, Kinder sind. Mein fucking Gott, die küssen sich. Das ist nichts Schlimmes dabei. Aber Twitter regt sich auf, weil sich vermenschliche Pferde küssen. Wenn es Kinder sind. Oder hätten eventuell vielleicht sein können. Das ist so absurd. Das ist echt absurd. Wie kannst du es wagen? Ich habe auch schon einen Shitstorm abgekriegt, aber auf DeviantArt. Warum ich denn Charaktere mit einer dunklen Haut zeichne? Ich bin auch so ein Milchbrot. Stellst du eine Farbe alpiner Weiß? Nee, bei mich fällt nicht auf. Selber Hautton. Oh ja. Ich folge ganz vielen My Little Pony-Leuten, die sind halt voll entspannt. Mhm. Die sind ganz viele süße Pferdchen, die sind irgendwie alle cool. General Furries sind entspannt. Die meisten jedenfalls. Es gibt so ein paar, die halt irgendwie komplett aus der Reihe schießen. Die dann auch auffallen, von wegen, haben irgendwo Windeln liegen oder machen sonst irgendwie einen Shit. Aber die meisten Furries, gerade Furry Artists, die sind halt echt voll entspannt. Auf jeden Fall habe ich die meisten so kennengelernt, die echt super entspannt sind. Ja. Und halt Thirst Trap Anime in verschiedenen Richtungen. Das ist aber noch nicht viel. Hate, ganz ehrlich, ich kann diesen Hate gegenüber den Furries überhaupt nicht verstehen, wenn ich ehrlich bin. Sollen sie doch machen, wie sie wollen. Also ich verstehe das. Ich verstehe da die Leute nicht. Ja. Ich glaube, das ist einfach nur, die suchen jemanden, wo sie fertig machen können. Das ist der einzige Grund. Und dann gehen sie halt auf die Furries. Das Problem bei den Furries ist dieses. Die Großteil der Furries sind halt mega entspannt und super lieb und halt komplett offen. Und dann gibt es halt so ein paar Querschießer, die haben halt irgendwie alles mitgenommen. Da ist von Pädophilie bis Zoopholie alles dabei. Dudes, die ihre Windeln irgendwo verteilen oder sonstige Geschichten. Die fallen halt krass auf und über die wird geredet und die ziehen halt den kompletten das komplette Fandom mit runter. Ja, halt, aber komische Leute hast du in jeder Szene oder in jeder Gruppierung. Ja, aber die Furries schreien quasi am meisten, was das ist. Die fallen am meisten auf, weil die sind auch bunt und laut. Es ist ja das. Der Großteil der Furries ist halt echt entspannt und super cool, aber die 10%, die halt einmal über die Stränge schlagen, die nehmen aber alles mit, was geht. Die gehen einmal querbeet durch an dem Scheiße, den du so fabrizieren kannst als menschliches Wesen. Oh je, meine. Bei den anderen fällt es halt nicht so auf, weil die halt nicht so laut sind. Und halt, weil Leute sich über die Kostüme lustig machen, aus welchen Gründen auch immer. Ich finde die eigentlich voll cool. Ja, und die sind auch schweineteuer. Also ich habe mal gesehen, was sowas kostet. Also, Hammer. Ich wollte ja mal einen machen, aber mit meiner Allergie wird das halt nichts. Ich kann mir hier keinen Fursuit hinstellen. Ich wollte ja mit einer Freundin mal einen machen. Einfach nur, dass wir mal einen gemacht haben, weil das sah einfach cool aus. Einfach nur so eine Experience. Aber ich wäre ja bald gestorben wegen dem Fell. Ja gut, du kannst ja auch etwas machen ohne Fell, sowas ähnliches wie diesen Lambwork Freddy oder Roxanne, die sind ja eigentlich wie aus Plastik gemacht. Ja, das aber das will ich ja nicht. Ich wollte ja was mit Fell machen. Das ist ja kontraproduktiv. Ja, ich wollte was Flauschiges haben. Ja, das verstehe ich, okay. Ich bin ganz kurz AFK, ich bin gleich wieder da, okay? Ja. Ja, ist doch jedem das lieb oder macht das, was er wollte. Die Furries sind nett und haben einen als Freund. Ja, wie gesagt, ich habe die meisten Furries halt echt kennengelernt, die echt mega entspannt und super lieb sind. Das ist halt die Minderheit, die auffällt und die fällt halt krass auf. Die anderen Fans bitchen sich alle gegenseitig an. Jetzt so Anime-Fans, da gibt es ja immer diese Fandoms, die dann sagen, okay, My Hero Academia zum Beispiel, da bitchen die sich eine an. Wie kannst du es wagen, keine Ahnung, Hawks mit Dabi zu shippen, der gehört zusammen mit irgendjemand anders, oder wie kannst du generell zwei Jungs zusammen shippen? Die kriegen sich untereinander, aber die Furries, die kriegen gefühlt von jedem einen auf den Deckel, wenn einer aus der Reihe tanzt. Anime-Fandom kann halt auch echt wild sein. Gerade so, wenn du so krasse... Es gibt so ein paar Fandoms innerhalb von Animes, die haben einen Schuss nicht gehört. Die nehmen es auch zu ernst. Gerade My Hero Academia ist so eine Sache, ich gucke das ja schon gerne, aber das Fandom davon ist halt echt Cancer. Die bitchen sich auch wegen jedem Scheiß an. Weil die kämpfen halt untereinander. Das fällt nicht so nach draußen auf, wenn du nicht mitmachst. Ich würde mal sagen, wir warten noch mal kurz, ob Luna was zu sagen hat noch. Und wenn nicht, machen wir auch, glaube ich, mal Feierabend, weil es schon zu spät. Ah, du machst schon jetzt Feierabend. Ja, ja. Ich schon spät hast du mal geguckt. Ich wollte jetzt noch mal warten, ob du noch was zu sagen hast. Ah, alles gut. Also, hat mir Spaß gemacht heute. Ja, war schön. Müssen wir öfters machen. Fand ich toll, dass du das Spiel komplett durchgeschafft hast. Ich fand es toll, dass ich es geschafft habe. Gut, dann war alles gesagt.